Schön, dass du dabei bist. In dem Video zeige ich dir Yoga-Übungen, wie du den unteren Rücken entlasten kannst. Viele Menschen klagen über muskuläre Verspannung, über Schmerzen im unteren Rücken. Das resultiert hauptsächlich davon, dass wir im Alltag uns zu wenig bewegen und dadurch auch ganz viel Druck auf die Lendenwirbelsäule ausüben. Und die nächsten Übungen lernst du, wie du Weite schaffst mit einer Einatmung, ausatmest in die Weite hinein, in den Schwanz. Kannst du alles direkt mitüben, sind einfache Übungen, viel aus der Rückenlage heraus, ein paar schöne Hüftöffnungen und Drehhaltung. Also mach direkt mit und starte jetzt. Du benötigst eine Yogamatte und eine dünne Decke. Namaste. Schön, dass du dabei bist. Beginn direkt in der Rückenlage. Nimm eine Decke und falte diese schön flach. Das ist eine wunderbare Unterstützung für den unteren Rücken. Das ist ein Polster. Und jetzt roll dich ab. Das Kreuzbein, die Lendenwirbelsäule hast du abgelegt auf deiner Decke. Bring mal die Füße mattenbreit. Und du wirst gleich feststellen, dass die erste Übung schon eine Wohltat ist. Füße mattenbreit, die Ellenbogen drehen nach innen, dass auch die Schultern entspannt, Richtung Boden sinken lassen kannst. Atme aus und dann kipp mit den Knien nach rechts. Einatmen zur Mitte, lass die Füße mattenbreit, ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte, du übst am Anfang dynamisch, ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Mach das noch zwei, drei Mal im eigenen Rhythmus. Schließ mal die Augen und spür dich jetzt im unteren Rücken. Nimm die Bewegung wahr und spür, was sich bewegt. Vielleicht kannst du spüren, wie welche Knochen jetzt in Bewegung sind. Vielleicht nimmst du auch wahr, wo die Verspannungen sind. Beobachte, wie sich der Druck verändert, der Kontakt zum Boden. Und komm einatmend zur Mitte zurück. Atme aus. Kontrolliere nochmal, die Füße bleiben mattenbreit, auch die Knie. Lass beide Knie nach links kippen. Heb den Blick an, der Blick geht nach rechts. Kopf wieder ablegen, ausatmen, bleib hier. Und das Ziel dieser Videosequenz heute ist, dass du im unteren Rücken entspannen kannst. Also du entspannst in den unteren Rücken hinein. Das heißt, einatmen gibst du dir Raum, ist eine Ausdehnung. Ausatmen, innerliches Loslassen. Einatmen, innerlich Raum geben. Dehn dich aus, schaff Platz zwischen den Wirbelkörpern und dann kannst du in den Raum hinein entspannen, ausatmen. Einatmen, zurück zur Mitte, Kopf zurück, Füße bleiben mattenbreit, ausatmen, kipp mit den Knien nach rechts, Blick geht nach links, schließ die Augen und wiederhole dein inneres Mantra. Gib dir Raum, einatmen, ausatmen, loslassen. Einatmen, Raum geben, das ist die Einatmung, die dich dabei unterstützt. Mit einer Ausatmung wirklich so innerlich, gedanklich, körperlich alles loslassen. Mach das noch zwei, drei Mal im alten Rhythmus. Und spür, was macht die Übung mit dir. Gelingt es dir, dich der Übung hinzugeben? Es ist wichtig. Ohne Gewalt, ohne irgendwo hin müssen zu üben. Einatmen, zurück zur Mitte. Knie kippen zueinander. Und schick die Atmung nochmal Richtung Lendenwirbelsäule, Kreuzbein. Gönn dir zwei, drei tiefe Atemzüge. Und kannst dich jetzt schon bei dir selbst bedanken, dass du dich auf dieses Übungsvideo mit mir einlässt. Es ist wunderbar, dass du mit mir übst. Okay, öffne die Augen.
Knie mattenbreit. Lass dein rechtes Knie aufgestellt Richtung Decke und jetzt kipp das linke Knie Richtung rechte Fußinnenseite. Schließ wieder die Augen und gönn dir ein tiefes Durchatmen. Die Gesichtsmuskeln sind weich, die Zunge liegt entspannt im Mundraum. Und du kannst jetzt den Moment genießen, du machst alles richtig, genau jetzt den Körper die Aufmerksamkeit zu geben, die er auch braucht. Einatmen zurück zur Mitte, linkes Knie zurück, lass es aufgestellt und dann kipp mit dem rechten Knie zur linken Fußinnenseite. Einatmen, gib dir Raum, ausatmen, innerlich loslassen. Mach das für dich ein paar Mal. Den Körper Aufmerksamkeit schenken bedeutet für mich auch, den Körper so anzunehmen, wie er gerade ist. Deshalb nimm dich so an mit all deinen Verspannungen, vielleicht hast du auch ein paar Schmerzen. Nimm dich an, akzeptier das und es ist der erste Weg zur Besserung. Die Schmerzen annehmen als Signale des Körpers, dass irgendwas nicht richtig läuft, dass du irgendwas verändern kannst. Einatmen zurück zur Mitte. Und jetzt zieh mal die Knie heran, leg die Hände locker auf die Knie ab, die Finger schauen weg von dir, schieb mal die Knie weg. Heb die Schienbeine an, hast hier eine Grundspannung im Bauch, die Bauchmuskulatur ist aktiv, halte das und beginn mit kleinen kreisenden Bewegungen. Mach das langsam, schließ deine Augen und beobachte, wie du über das Kreuzbein abrollst, wie sich die Auflagepunkte mit dem Boden, mit der Decke verändern und gib dir eine Massage im unteren Rücken, erlaub dir aus dem unteren Rücken heraus zu entspannen. Zurück zur Mitte, mal in die andere Richtung. Tiefes Durchatmen. Innerlich dein Lächeln schenken, so der positive Ansatz auch, um Yoga zu üben. Du übst Yoga, um dir was Gutes zu tun. Und gerade diese Sequenz ist dafür gemacht, dass du dir in dem unteren Rücken was Gutes tust, den unteren Rücken entlastest. Okay, zurück zur Mitte, Füße aufstellen. Ausstrecken. Die Übungen sind zu einfach. Bring mal Füße auseinander und nach innen, so wie eine Art Scheibenwischer. Leg die Hände locker auf die Hüften ab. Spür die Bewegung, die sich durch den ganzen Körper durchzieht. Zurück zur Mitte. Und dann mal nach rechts, nach links, beide Füße gleichzeitig. Mach das so, wie das dein Körper ermöglicht. Es geht einfach darum, mit dem Körper zu spielen. Dem Körper Aufmerksamkeit zu schenken, wieder in die Bewegung zu gehen. Zurück zur Mitte. Das ist auch ganz schön. Schieb mal die Ballen nach vorne, nach hinten. Und es ist wie so eine Welle, die durch den Körper hindurchgeht. Dass die Arme locker ablegen. Wenn du zu Hause mal Langeweile hast, abends leg dich einfach mal auf den Teppich und mach das mal für 10 Minuten. Und dann spür nach, ist eine intensive Praxis. Okay, zurück zur Mitte, Füße aufstellen, nächste Übung, Nadelöhrübung. Bestens geeignet, um den unteren Rücken zu entlasten. Dein rechter Knöchel geht vors linke Knie,
Zieh dein linkes Knie heran und gleichzeitig schieb das rechte Knie weg. Den rechten Arm geht durch die Oberschenkel durch zum linken Schienbein, linke Hand kommt von außen. Gelingt dir das nicht, linke Oberschenkel, Rückseite. Entspann die Schultern, Füße aktiv, Zehen gespreizt, 90 Grad Schienbein spannen, also nicht das, sondern das. Schütz deine Knie. Jetzt beobachte mal Folgendes. Schieb das rechte Knie weg und zieh liebevoll das linke Knie heran. Spür dich, nimm dich wahr, atme. Einatmen, gib dir Raum, dehn dich aus im unteren Rücken. Ausatmen, lass los. Einatmen, gib dir Raum. Ausatmen, loslassen. Mach das noch ein paar Atemzüge für dich in deinem eigenen Rhythmus. Und genieß die sanfte Dehnung. Genieß dich selbst jetzt in dem Moment. Atme aus, öffne die Augen, löse mal die Hände, streck das linke Bein aus. Hast zwei Varianten, lass die Hände in der linken Oberschenkelrückseite verschränkt. Oder wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, heb den Oberkörper an, löse die Hände, bring die Hände zur linken Wade verschränkt, die Fingerkopf bleibt angehoben und schaukel ganz wenig nach links und nach rechts. Ausatmen, zurück, linken Fuß aufstellen, lass das, den Knöchel noch vom linken Knie, heb das Becken an, schieb es 5 cm nach links, ablegen und dann kipp mit beiden Knien nach rechts. Kopf anheben, Kopf nach links drehen, schließ die Augen. Schenk dir innerlich ein Lächeln. Jetzt bist du angekommen in einer wunderbaren Drehhaltung. Die Drehung schenkt dir Entspannung und die kann sich ausbreiten von deiner Lendenwirbelsäule über die Brustwirbelsäule bis hoch in die Halswirbelsäule. Kreier Länge, indem du die Krone vom Kopf ganz leicht nach hinten schiebst und dann entspann dich in die Länge hinein, in den Raum, den du für dich kreierst. Verspannung entsteht meistens aus dem Gefühl der Enge heraus, durch einseitige Bewegung oder Mangel an Bewegung. Und diese ganz einfachen Übungen geben dir einen wunderbaren Ausgleich. Einatmen, zurück zur Mitte, Kopf zurück, Knie zurück, Becken zurück, Fuß aufstellen und direkt wechseln. Linke Knöchel vors rechte Knie, zieh beide Knie heran. Hände zum rechten Schienbein oder Oberschenkelrückseite. Tiefes Durchatmen. Finde die Balance, indem du das rechte Knie heranziehst, es das linke wegschiebst, ohne dass dich das stresst. Es ist ein Ausgleich, es ist ein Wechselspiel zwischen Ziehen und Drücken. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn du ehrlich mit dir selbst bist, wirst du auch einen Unterschied feststellen zwischen links und rechts. Öffne die Augen, löse die Hände, heb gerne nochmal den Oberkörper an, Hände zu den Waden, zur rechten Wade und schaukel genüsslich nach links. Du rollst auf deiner Brustwirbelsäule nach links, nach rechts. Kannst auch ein bisschen mehr spielen, indem du ein bisschen großzügiger wirst mit der Pendelbewegung. Zurück zur Mitte, Fuß wieder aufstellen. Heb das Becken an, schieb 5 cm nach rechts und beide Knie kippen nach links. Dein Blick geht nach rechts. Wieder innerlich einatmen, gib dir Raum unterm Rücken, ganz viel weiter entstehen lassen, ausatmen, lass
los. Loslassen heißt, den Körper schwer in den Boden sinken lassen, ohne dass du wohin möchtest. Loslassen heißt auch, die Gedanken anschauen und die ziehen lassen. Lass auch Verspannung, Blockaden los. Kannst du alles gedanklich ausatmen. Einatmen zurück zur Mitte, Kopf anheben, Knie zurück, beide Beine ausstrecken. Schieb nochmal die Arme nach hinten, Füße weg, zieh dich lang, kannst mal so diagonal dich lang ziehen, schieb mal die linke Ferse weg, rechten Arm, dann wechsel, rechte Ferse, rechten Fuß, linken Arm, zwei, dreimal. Musst du ausatmen, zurück. Nächste Sequenz ist eine Lieblingssequenz, baue ich gerne in den regulären Yoga-Stunden ein. Füße sind aufgestellt, hüftgelenksbreit. Halbes Happy Baby links. Ich zeige dir zuerst die linke Seite. Dabei geht die linke Ferse übers linke Knie. Zieh das linke Knie Richtung linke Achselhöhle und die linke Hand zur Außenseite vom linken Fuß. Ist das körperlich für dich zu anstrengend? Mach einfach das. Tiefes Durchatmen. Das Becken. Das Gewicht vom unteren Rücken, vom Becken, vom Gesäß gibt es schwer an den Boden ab. Lass das Kreuzbein schwer auf die Decke sinken. Und jetzt, wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, schieb die rechte Ferse nach vorn. Der rechten Hand drück den rechten Oberschenkel Richtung Boden, halte das und atme. Tief ein. Tief aus. Nochmal tief ein. Tief aus. Achtung, löse die linke Hand. Zieh das linke Knie zu dir heran. Linkes Knie, die linke Armbeuge, rechte Hand zur linken Hand. Knie heranziehen. Ziehst das Knie zu dir heran und ein Stückchen Richtung Herzen, also ein Stückchen zur Mitte. Jetzt hast du eine wunderbare, sanfte Dehnung im Bereich deines Iliosakralgelenks. Das Becken wird entlastet, dein unterer Rücken wird lang. Drück den rechten Fuß gegen so eine imaginäre Wand. Damit wird dein Rücken noch mehr in die Länge gezogen, du kannst bewusst entspannen. Dann ausatmen, aufstellen, ausstrecken. Andere Seite, Füße aufstellen, Happy Baby rechts. Schieb die linke Ferse auf den Boden weg. Unterstütz die Streckung des linken Beins, indem du den linken Oberschenkel Richtung Boden schiebst. Atme, einatmend, weite im Rücken, ausatmen, innerlich loslassen. Es kann alles so leicht sein. Tief ein und ausatmen. Den Körper nochmal wahrnehmen, spüren, annehmen. Falls du in der Übung Schmerzen hast, variier das, übe möglichst schmerzfrei und atme die Schmerzen, die Verspannung aus. Ausatmend nochmal in die Bewegung, zieh das rechte Knie Richtung rechte Armbeuge zum Körper heran, zur Körpermitte, indem die linke Hand das rechte Handgelenk zur Mitte zieht. Tiefes Durchatmen, du atmest über die Nase ein, über die Nase aus, gib dich der Ausatmung hin. Manchmal merkt man auch, dass man im Kiefergelenk angespannt ist. Erlaub dir auch, die Gesichtsmuskeln, die Kiefergelenke zu entspannen.
Es gibt keinen Grund, jetzt um irgendwas festzuhalten. Ausatmen, auflösen, ausstrecken. Nochmal schieb die Arme nach hinten, Füße weit weg. Zieh dich diagonal in die Länge. Und als letzte Übung zeige ich dir Supta Mukhasana. Zieh die Knie zu dir heran, heb den Oberkörper an mit ein bisschen Schwung. Bring den rechten Oberschenkel über den linken, Füße auseinander. Knie zueinander, Füße auseinander. Und jetzt gehen die Hände zu den Fersen. Gelingt dir das nicht, greifst einfach die Waden oder die Schienbeine. Zieh die Füße auseinander, leg den Kopf wieder ab. Spür dich, nimm die intensive Dehnung wahr, ganz aktive Füße. Und wieder schenk dir weiter. Einatmen, innerlich loslassen mit der Ausatmung. Nochmal für 2, 3 tiefe Atemzüge. Und dann löse auf, wechsel mit ein bisschen Schwung, linke Oberschenkel übers rechten, Füße auseinander, Kopf ablegen und ganz bewusst entspannen. Entspannen heißt, Weite im unteren Rücken entstehen lassen, dich ausdehnen, ausatmen, loslassen, Schultern, Verspannung, vielleicht im Gesicht, alles loslassen. Und dann löse auf, streck zum Abschluss nochmal die Füße aus, die Beine, zieh dich lang, tiefes Durchatmen, nochmal die Knie heranziehen, mal zum Abschluss ein paar kleine Kreise mit den Knien, schaukel nach links, nach rechts. Eine Übung möchte ich dir gerne noch zeigen, das ist die letzte. Lass die Knie über den Hüftgelenken, heb die Schienbeine an. Halte das, halte die 90 Grad. Knie kippen auseinander und du legst die Knie in deine Handflächen ab, als wären das so eine Schale. Also gib das Gewicht deiner Knie an die Handflächen ab. Die Ellenbogen berühren am besten den Boden. Dann kannst du ein bisschen nach links und rechts schaukeln. Also ich löse jetzt wieder die Ellenbogen. Und dann kannst du den unteren Rücken, das Becken, ganz leicht nach links und rechts kippen lassen. Die große Kunst ist es, sich hier der Schwerkraft hinzugeben. Und ausatmen, zurück. Streck die Beine aus. Nochmal tief durchatmen. Und dann kommst du über die Seite hoch zum Sitzen. Sitz nochmal bequem und aufgerichtet. Reib die Handflächen aneinander. Du legst jetzt die Hände nicht auf die Augen, wie du das vielleicht kennst, sondern den unteren Rücken, Lendenwirbelsäule, Kreuzbein. Schließ die Augen. Bleib aufgerichtet und schick den Atem in die Handflächen. Nimm dich wahr, spür dich nochmal im unteren Rücken, dem Bereich, den du jetzt Aufmerksamkeit gewidmet hast. Und da, wo du die Aufmerksamkeit hinschickst, da fließt Energie. Das ist das ganze Prinzip. Dort, wo du die Aufmerksamkeit gibst, eine Liebenswerte, da kann Heilung entstehen. Mach das noch einmal. Schließ jetzt auch die Augen, Hände wieder ablegen, auf den unteren Rücken. Dann atme aus, öffne die Augen. Namaste. Danke für dein Üben mit mir.
Wenn du bis hierher gekommen bist, hinterlass gern mal einen Kommentar und schreib mir, wie dir das Video gefallen hat. Am besten ist, du abonnierst meinen Kanal, klick einfach hier oben und ich freue mich sehr, dass du mit mir übst. Also, wenn dir das Video gefällt, klick auf Gefällt mir, kommentiere das Video und wenn du Wünsche hast, schreib mir gern. Ich freue mich auf dich. Namaste.